Jesus spricht über die unbegreifliche Liebe. 16. Dezember 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire. Hier bin ich, Herr, mit meinem neuen Spielzeug, da mein Computer in der Werkstatt ist. Jesus antwortete: Dass du hier bist, ist das Schönste daran. Nein, du meinst, dass du hier bist. Möchtest du kämpfen? Du kennst die Antwort darauf. Mit dir ist das garantiert. O Herr, das ist nicht fair. Sagst du, dass ich unfair bin? Niemals. Nun denn. Ich bin hier. Was ist auf deinem Herzen, Jesus? Meine Liebe ist unendlich. Meine Liebe für euch nimmt stetig zu und sie wächst und wächst. Herr, ich kann einfach nicht verstehen, was du getan hast, als du mit deinem Blut den Gnadenstuhl berieselt hast. Ich habe ihn nicht berieselt, Claire. Der Vater tat es. Wow, das ist noch erstaunlicher, mir vorzustellen. Der Vater, der dich liebte mit seinem ganzen Herzen, wissend, was du erlitten hast, und dann jenes Blut nehmend, um damit den Gnadenstuhl zu berieseln. Ich kann mir das nicht vorstellen, Vater, und dann zu sagen, es ist vollbracht. Herr, wenn ich jenen 20-Fuß-Fall auf den Gnadenstuhl betrachte, Herr, das übersteigt mein Verständnis. Ich werde innerlich schwach jedes Mal, wenn ich über dieses unglaubliche Wunder meditiere. So perfekt. Ja, so unglaublich perfekt. O Jesus, ich kann diese Art von Perfektion nicht begreifen. Und doch weiß ich, dass es ein bloßes Tröpfchen deiner unergründlichen Wunder darstellt. Weißt du, ich konnte keinem fleischlich gesinnten Menschen diese Entdeckung überlassen. Es musste ein gläubiger Diener sein. Außerdem hätten jene, die nicht getauft und deren Sünden nicht vergeben gewesen wären, genauso reagiert wie der junge Mann, der ihm geholfen hat. Denn meine Macht und mein Ansehen strömte von jenem Ort. Claire, es brauchte jahrelange Vorbereitung, Brechen und Erneuern, bevor ich ihm diesen Fund erlauben konnte. Jahre über Jahre über Jahre. Als Narkosefacharzt hatte er viele Male die Gelegenheit, den Tod mitzuerleben. Eine heilige Furcht ruhte in seinem Herzen, die gute Art von Furcht. Die Realität der Ewigkeit war etwas, das er aus erster Hand miterlebte. So viele Male. Es half wirklich, sein Herz vorzubereiten. Als ich starb, erschütterte die Erde und riss sich entzwei. Dann stieg ich hinab in das Totenreich. Als der Zenturion zurückkam und den Speer in die Seite meines Körpers stieß und das zusammengeflossene Blut und Wasser wartete darauf, auszutreten, und es floss ganz natürlich die Spalte hinunter in die Erde. Engel säumten den Weg durch jene Spalte, Claire. Nichts wurde verloren. Das besiegelte eure Erlösung, meine Liebe, ein für alle Mal. Wäre es notwendig, würde ich es noch einmal tun, nur um euch mit mir im Himmel zu haben. Herr, das ist so unbegreiflich. Ich weiß, ist es für mich auch, aber das kratzt nur an der Oberfläche meiner Liebe für euch. Ich fühle so gegenüber jedem menschlichen Wesen, das jemals erschaffen wurde. Verstehst du?
der Aussätzige, der Dieb, der Mörder und der Vergewaltiger, die Babys, die missgebildet geboren werden und ohne Glieder, manchmal abscheulich grotesk und schmerzhaft anzusehen. Oh, wie kostbar die Seele ist in jenem entstellten kleinen Körper. Wisst ihr, jene Seele dringt in das Geheimnis der Erlösung zusammen mit dir und mir und allen anderen, die jemals in meinem Bild erschaffen wurden. Nicht künstlich geformte menschliche Doppelgänger. Nein, an ihnen habe ich keinen Anteil. Aber jene, die entstellt in die Welt kommen, sind das Produkt menschlicher Sünden und als solche erleiden sie die Konsequenzen jener Sünde. Sie sind ganz besondere Seelen, geboren in ein lebenslanges Leiden. Aber im Himmel werden sie leuchten in besonderer Schönheit und ich vollende ihre Erscheinung. Diese Missbildungen, Claire, sind das Gesicht des Hasses, Satans Hass gegenüber der Menschheit. Mit diesen entsetzlich entstellten Gesichtern und Körpern lacht und zeigt Satan offen, wie hässlich er das machen kann, was ich so schön gemacht habe. Doch für mich sind diese Seelen kostbar und ich weiß, in was sie eines Tages verwandelt sein werden. Also sagst du, dass diese Seelen in Übereinstimmung sind, die Sünden ihrer Leute zu reflektieren und für sie eine Sühnungsstrafe zu erleiden? Das ist richtig. Kannst du sehen, wie besonders sie sind? Ich bin sprachlos. Ich weiß, ruhe dich jetzt aus. Ich lade dich herzlich ein in die Familie der Herzbewohner von Jesus. Den Link findest du unterhalb des Videos oder rechts oben auf der Webseite. Der Name des Blogs ist Heaven Talk für Herzbewohner. Wir freuen uns auf dich. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch, für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe für dich.